Liebe Zuschauer, wir gehen gleich in eine Anhörung zum Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu den Anleihekäufen der Europäischen Zentralbank. In der Presse in den letzten Tagen bemerkenswert, 30 Jahre, nach 30 Jahren der Urteile zu EU- und Euro-Themen gibt es nun endlich einmal ein Urteil, das nicht sklavisch europhil ist. Alle anderen seit 1993 waren immer geprägt von ja, das ist in Ordnung, ja, aber solange das noch und das noch geregelt ist, ist alles in Ordnung, alles gut. Von 1993 bis 2016, 17, auch 18 noch. Und nun gab es doch ein Urteil, das einmal eine Linie einzieht. Und das hat erstaunlicherweise speziell bei der linken Presse, bei der sklavisch-europhilen Presse und auch bei Sachverständigen, auch bei Medien und auch bei den Parteien erheblichen Aufruhr verursacht. Darum nun eine Sachverständigenanhörung im Bundestag mit Sachverständigen aller Fraktionen. Wir erwarten natürlich mit Ausnahme unseres eigenen Sachverständigen, unserer eigenen Meinungen, Urteilskritik. Und das wird bemerkenswerte Urteilskritik, die es in den letzten 30 Jahren fast nie gab zur EZB und zum EuGH und zum BVG-Urteilen. Nun geht es eben um diese Anleihekaufprogramme der EZB. Wir werden uns konzentrieren auf das PSPP-Programm, aber auch auf das aktuell laufende sogenannte PEP-Programm der EZB, ein Pandemic Emergency Purchasing Program oder kurz Corona-Programm. Über 750 Milliarden Euro, das wird nicht das Ende sein, nach oben offen. In nur zwei Monaten, nicht einmal zwei Monaten, hat es die EZB geschafft, 200 Milliarden Euro auszugeben für dieses PEP-Programm. Deutschland wird mit nach unserer Schätzung 50% davon in der Haftung sein, nachdem sich Frankreich derzeit rausstiehlt aus dieser Haftung. Und insofern wird das doch eine sehr interessante Expertenanhörung sein. Wir werden dem noch Nachdruck verleihen, auch nach dem erwartbaren Ergebnis dieser Anhörung heute, und haben bereits vor, einen weiteren Antrag im Bundestag einzubringen, der wegen Gefahr im Verzug jeden Tag 3 Milliarden Euro deutsche Zusatzhaftung durch das PEP-Programm, dieses Programm sofort zu stoppen. Dieser Antrag, über den berichten wir dann separat im Plenum am Donnerstag, und wir behalten uns auch vor, dass wir das Ganze noch einmal gerichtlich überprüfen werden. Soweit von der juristischen, haushalterischen Seite. Zur Finanzseite, Kollege Weil. Ja, zur Finanzseite bzw. zu den volkswirtschaftlichen Effekten, die das alte Programm hatte und das neue dann haben wird. Also es geht darum, dass Liquidität in Form von Staatsanleihekäufen durch die EZB zur Verfügung gestellt wurde, auch an die Staaten, die letzten Endes schon bei der ersten Finanzkrise 2010, wenn ich daran erinnern darf, ihre Hausaufgaben nicht gemacht hatten. Wir haben also ein verlorenes Jahrzehnt hinter uns, und diese zusätzliche Liquidität, die Staatsbankrott verhindert hat, die den Euro gerettet hat, mit Anführungszeichen, wird also fortgesetzt und eigentlich noch verschärft. Die Frage ist natürlich, was passiert mit diesem geliehenen Geld? Wird es sinnvoll investiert? Bringt es produktiven Mehrertrag, oder ist es mehr oder weniger in den Konsum von Privaten und von Staatsverwaltungen gegangen, was das Bild bei näherem Hinsehen eigentlich offenbart? Erst recht wird das gelten für die künftigen Gelder, die zum runtersubventionierten Zins oder nahen Nullzins an die Gerechten wie Ungerechten sozusagen gegeben wird, an die, die mit dem Geld investiv umgehen und die, die da eher lässig mit umgehen. Von daher ist insbesondere bei den Corona-Investitionen mit Anführungszeichen wirklich die doppelte Frage zu stellen: Worin kann denn die Produktivitätssteigerung dabei liegen? Ist es sinnvoll, dass jeder Europäer, sagen wir mal, einen 10-Jahres-Vorrat von Gesichtsschutzmasken bekommt? Was ist also die investive Verausgabung dieser zum Freundschaftszins im wahrsten Sinne des Wortes geliehenen Gelder? Und ist diese Freundschaft nicht von vornherein eine einseitige? Weil, wie gesagt, es gibt hier Länder, die zusammen eine Währung und eine Kreditwürdigkeit sich teilen, von denen Deutschland und Niederlande, Dänemark etc., Österreich durchaus investiven Verbrauch oder Investition im wahrsten Sinne des Wortes dieser Gelder vorweisen können in der nationalen Leistungsbilanz, in der Statistik, in der Industrieproduktivität und auch der von Dienstleistungen, und Länder, wo es mehr oder weniger in den privaten und Staatskonsum geht, wo auch nach der ersten Krise nicht wirklich eine Grundsatzreform, eine Strukturreform eingeleitet worden ist. Das gilt
für Griechenland nach wie vor, trotz der kosmetischen Rückkehr an den Primärmarkt, wie es vor einem Jahr, glaube ich, ungefähr geheißen hat. Und es gilt eben auch für Italien, den wirklich schweren Brocken, das Land mit dem mit größten Privatvermögen in der EU und der geringsten Besteuerung, aber eben auch für das gar nicht mal so mustergültige Euro Mitbegründungsland Frankreich, was eigentlich der Eisbrecher in diesen Zusammenhängen ist. Das heißt, es wird von Frankreich die Bahn gebrochen, auf die sich die Trittbrettfahrer dann eben auch einstellen. Und von unserer Regierung wird es letztlich verantwortungslos und konfliktscheu abgenickt. Und all die beschriebenen negativen Effekte, das heißt nicht investive Verausgabung der Gelder und so weiter, kann weitergehen im alten Stil. Und wir blicken auf mindestens ein, vielleicht sogar zwei verlorene Jahrzehnte zurück. Und vor diesem Aspekt und der Ausweitung des Ganzen mit dem PEP letzten Endes auf das nächste verlorene Jahrzehnt. Und wir werden alles tun, um es unsererseits zu benennen und zu verhindern, so wir dafür Mehrheiten bekommen. Und wie es damit aussieht, wissen die Zuschauer. Jetzt Kanal abonnieren und nicht vergessen, Benachrichtigungen aktivieren.